Sebastian betritt den Stand. Oh nein! Lily, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Der Spiegel verschwindet und alles schwarz. Ist das der richtige Ort? Ah, eine Tür. Gut, dann mal weiter. Was zum... Ah, da hinten scheint es weiter zu gehen. Eine Tür. Nee, scheint nur ein Bild zu sein. Na, hinter mir ist doch gerade eine Tür zugeschlagen. Ach, gucke mal da. Dann war das wohl doch kein Bild, sondern ein Spiegel. Eine sehr beruhigende Musik. Wollen wir mal die Taschenlampe aktivieren. Mal gucken, was es hier Schönes gibt. Gut, die Tür ist verschlossen. Die auch. Also weiter. Okay. Hier ist auch nichts, aber dort geht's weiter. Zum Suchteam. Baker. Und schön in Zeitlupe, wie es sein muss. Oha. Sehr makaber, muss ich mal sagen. Böse, böse. Also der Killer scheint ein absoluter Sadist zu sein. Okay. Einer weniger, bleiben noch vier, die ich suchen muss. Jetzt wollen wir uns aber erstmal ein wenig umschauen und mal sehen, ob ich langsam mal eine Waffe finde. So, die kann man nicht öffnen. Hier ist auch nichts. Na, was haben wir denn hier? Wie sadistisch. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Foto von William Baker. Baker, Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand.
Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist so etwas überhaupt möglich? Jede Menge Regale hier. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Na, dann versuchen wir das doch mal. Mal gucken, irgendwie kann man das bestimmt zur Seite schieben. Und wieder ein Flur. Gittertür, jede Menge Briefkästen, das heißt, ich muss mich im Eingangsbereich befinden. Okay, hier geht's aber auch nicht weiter. Also weiter hinein. Oh, ein Telefon. Gut, hier ist auch verschlossen. Da ist das Telefon. Wollen wir mal gucken, wer dran ist. Hallo? Scheiße. Wer war das? Tja, keine Ahnung. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Geht's auch nicht weiter. Ah, eine offene Tür. Manuela Roberto. Nein, die ist auch verschlossen, war ja irgendwie klar. Manuelas Zimmer war auch blockiert, also gehen wir die Treppe hoch. Überall diese sadistischen Bilder an der Wand. Ah, da kommen wir unter durch. Was haben wir denn hier Schönes? Eine weitere Information. Verzierter Brief an Bewerber SV. Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen MU-Center, um vom Bewerber auf Probe zum MU-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Handschriftlich auf der Rückseite des Umschlags vermerkt: Lügen, alles Lügen. Okay, dann schauen wir doch mal nach draußen. Das Grand Hotel. Okay. Und weiter nach oben. Ein Sessel, noch ein Pfui-Bild. Keine Zeit zum Ausruhen, also weiter. Hier ist Sackgasse. Oh. Schon wieder diese komischen Vorhänge von vorhin. Also scheine ich jetzt über dem Raum zu sein.
war das? Scheiße. In Deckung gehen und Deckung verlassen. Leertaste halten, in Deckung gehen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol Abbildung 1 erscheint, wenn du dich vor einer gültigen Deckung befindest. Komm schon, geh weiter, Mann. Du siehst mich nicht. Okay, alles gut. Wer zum Teufel war das? Also ich würde fast sagen, das ist der sadistische Killer. Und jedes Mal, wenn er einen tötet... Hey. Wie der Anführer des Teams. Ja, dann bleiben die Opfer in dieser Zeitlupenstellung. Eieiei. Lieber schnell weg hier, bevor der zurückkommt. Und überall diese Bilder. Also der scheint echt das Fotografieren zu lieben. Ich muss einen Weg herausfinden. Die Motive gefallen mir persönlich allerdings nicht so gut. Okay. Irgendwo ist gerade eine Tür zugeschlagen. Alles Blut verschmiert. Ah, da liegt was. Information 3 von 40. Foto eines weiteren Opfers. Das Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist eine Mobius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf. Sieht aus, als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Ja, das denke ich auch. Verschlossen. Also gehen wir durch die Tür. Oder auch nicht. Alliop. Und wieder zurück. Okay, was war das? Egal, mal vorsichtig hinterher. Ein Stuhl. Okay, kann man runterschmeißen. So, hier geht's aber anscheinend auch nicht weiter. Also, wie gehabt, weiter nach oben. Schon ein Schädel entgegengerollt. Ich hoffe mal, dass das kein schlechtes Omen ist. Ah, da ist das Pendel, was einen hier langsam in den Wahnsinn treibt, möchte ich fast behaupten. Daneben hängen noch ein paar Leichen rum. Noch mehr Köpfe, wie es aussieht. Ich muss sagen, die Spannung nimmt zu. Ich glaube, das ist wieder der Killer. Ich habe eigentlich keinen Bock, ihm zu folgen. Gehe ich lieber noch ein Stückchen weiter hoch? Denkst du? Abgesperrt. Also doch dem Killer hinterher.
Aber vielleicht mal lieber die Taschenlampe ausmachen. Er muss mich ja nicht gleich sehen. So. Lol. Zuerst waren lauter Münder auf den Bildern und kaum komme ich vorbei, verändern sie sich in Augen, als ob sie mich beobachten. Okay, was ist das wieder Widerliches? Vorsichtig ranschleichen. Ach du Scheiße. Himmel. Eine sehr merkwürdige Art von Kunst. Erinnert mich so ein bisschen an das Haus der tausend Leichen. Die hatten ja auch so eine komische Vorstellung von Kunst. Und immer noch dieses verrückte Pendel. Da war mir die beruhigende Musik vom Anfang wesentlich lieber, muss ich zugeben. Die Tür ist auch verschlossen. Was haben wir denn hier? Ein Fahrstuhl. Okay, der öffnet sich schon von alleine. Super Service hier. Na gut. Mal sehen, wo er uns hinbringt. Okay. Er hat gestoppt. Na, lauter Blutflecken auf der Erde. Kein gutes Zeichen, denke ich mal. Okay. Hier scheint er seine Opfer zu sammeln. Ups, Entschuldigung. Weg! So, was ist das für ein Zeichen? Sieht auch ein wenig aus wie ein Auge. Was haben wir denn hier? Eine Kamera? Der Killer liebt es ja, seine Opfer zu fotografieren. Das wissen wir ja mittlerweile. Und sie zeigt auf diese Tür. Shit! Oh, Scheiße! Und wieder vor dem Symbol. Okay. Jetzt habe ich mich aber doch schon ein wenig erschreckt, muss ich zugeben. Was ist das? Ein Spiegel? Mit dem Foto von mir, wie ich mich erschreckt habe, lol. Was zur Hölle? Und eine Frau im Spiegel? Gut, hinter mir ist sie nicht. Das heißt, wo sie ist. Scheiße! Und ich habe noch keine Waffe. Also, rennen. Die einzige Möglichkeit, die ich habe. Nein, nicht umdrehen. Einfach rennen. So, schnell über das Gitter. Durch die Tür. Und ich hoffe mal, da bin ich sicher. Puh. Mist, ich stecke hier fest. Okay, jetzt heißt es Ruhe bewahren und den Ausgang finden. Noch so ein verdammter Fotoapparat. Oder auch nicht.
Okay, hier geht's raus. Ab in den Lüftungsschacht. Nur schnell weg hier. Verdammt! Was zur Hölle ist das? Hier geht's weiter. Ich hoffe, ich kann sie hier durch abhängen. Oh, eine Ratte. Okay, mit der Ratte, das hat sich erledigt. Aber besser die Ratte als ich. Ich hoffe, da vorne geht's raus. Ah, hier geht's runter. Nichts zu hören. Aber so langsam könnte ich doch auch mal irgendwo eine Waffe finden, dass ich mich wenigstens gegen die wehren kann. Ah, da vorne eine Tür. Willst du mich verarschen? Okay, also heißt es wieder laufen. Oh shit, wer ist das denn? Oh nein, der Killer. So ein Arsch. Nein, nein. Allerdings habe ich eigentlich keine Waffe. Trotzdem überlaufen. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Aber hier scheine ich wenigstens erstmal in Sicherheit zu sein. Automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sie sich schneller. Also suche bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. Okay, ich würde sagen, das ist im Moment ein kritischer Punkt. Aber hier ist es ja ziemlich ruhig. Also werde ich mich hier langsam bewegen können und nach Gegenständen suchen. Hier geht's weiter. Und wo bin ich jetzt? In einem alten, schäbigen Haus. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in diesen Reisespritzen ist unbekannt, aber stellt etwas Gesundheit wieder her. Maus 3 halten, Gegenstand aus Arsenalmenü benutzen. Okay, dann ziehen wir uns mal eine Spritze rein. Obwohl wir keine Ahnung haben, was da drin ist. Okay, wie funktioniert das Ganze jetzt? So, und benutzen. Ziehen wir uns mal eine Spritze rein. So, jetzt eine Runde auf Couch. Nee, auf die lieber nicht. Erstmal ein Bierchen trinken. Will er leider auch nicht. Gut. Ist hier irgendwas? Ne, nach draußen will ich eigentlich noch nicht. Erstmal die ganze Bude hier durchsuchen. So, was haben wir denn hier? Tagebuch in verlassenem Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet: Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für diese ganze verrückte Scheiße, die in den letzten Tagen passiert ist. Das schlimmstmögliche Szenario ist eingetreten, aber wenigstens muss ich nichts mehr vortäuschen. Diese Dinger, die ich gesehen habe, sie haben sich verändert.
Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihrer Seelen gnädig sein. Und meiner. Informationen wurden hinzugefügt. Drücke Tab und wechsle zur Registrierkarte Informationen, um sie anzusehen. Gut, da haben wir schon mal eine Karte. Mission. Inventar. Ja, unser Messer. Endlich. Okay, viel mehr als die ganzen Informationen haben wir bis jetzt noch nicht. Da kann man die Tutorials sehen. Das ist eine Dia. Ganzen Statistiken. 45 Minuten spiele ich schon fast. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Nicht nur dauernd irgendwelche Informationen. So, hier geht's weiter. Nee, hier komme ich ja her. Okay, nochmal schnell ins Badezimmer gucken. Boah. Könnte auch mal wieder geputzt werden. So. Ach, hier bin ich reingekommen. Gut, dann scheint es das hier drinne gewesen zu sein. Und ich begebe mich jetzt langsam mal nach draußen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Vielleicht ist das der richtige Ort.